Auch heute warten einige der ganz großen Player auf dem Finanzmarkt auf euch. Ich bin's wieder, der Callcenter-Crusher mit diesen Finanzexperten. Wieder einmal sehr komisch, mit welchen Ausreden diese Scammer uns weismachen wollen, dass sie legal arbeiten. Angeblich ist ja das Satellitentelefon die gängigste Methode, um aus Deutschland in Deutschland anzurufen. So. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Anrufen und wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Hallo? Mein Name ist, hören Sie mich? Mein Name ist Leon Berg. Ich spreche mit Herrn Losmann. Ja, das ist richtig. Super, schön, dass Sie erreichen. Und zwar, Sie haben sich gerade bei uns registriert für das automatisierte Handeln. Und da wollte ich Sie einmal herzlich willkommen heißen. Bin vom Aktivierungssupport. Würde Sie halt gerne Step by Step dabei begleiten, Ihr Handelskonto einzurichten, Herr Losmann. Aha, okay. Genau, haben Sie Erfahrung im Bereich Handeln? Wenig, wenig. Okay, brauchen Sie auch nicht. Dafür sind wir ja da. Dafür ist unser Kundenservice da. Und Sie kriegen auch einen Experten damit an die Hand. Genau, und läuft alles automatisiert. Das heißt, die Frage ist: Startkapital ist 250 Euro. Heute bekommen Sie dann noch 50 Euro extra als Willkommensgeschenk. Dann haben Sie eine bessere Grundlage zum Handeln, also 300 Euro. Das heißt, die Frage, ob Sie eine Kreditkarte haben zur Aktivierung, wäre halt der schnellste Weg, damit Sie das aktiviert kriegen. Erstmal die Frage, wo bin ich denn da jetzt überhaupt gelandet? Achso, Sie sind jetzt bei mir gelandet, beim GFund Asset. Sie sitzen europaweit, sind Wir? Finanzunternehmen und handeln mit Handelssoftware. Sie können bei uns aber auch selber handeln, ne? Wenn Sie Wie wollen, mit dem heißt, Handelskonto. ja, und wie heißt Ihre Firma jetzt, bitte? GFund Asset. Können Sie mir Das das ist mal eine Trading. buchstabieren? Ja, das ist G. Gustav. Ja? Fund, also FUND. Ja? ASS. Ja? ETS. Ja? Und Genau, weiter? das GFund Assets. Das ist Ja. die Handelsplattform von uns. Ja, Das ist und unser Unternehmen. .de, denke ich mal, ne? Dot.com. Ach, Da sind Sie auch .com. bei uns direkt, sind Sie auch direkt bei uns auf der Seite dann. Und Okay. wir haben die Lizenz für die Handelssoftware, ne? Für die Sie sich registriert haben. Ah ja, gut. Das heißt, Sie sind, wo sitzen Sie dann? Genau, wir haben unseren Hauptsitz in Wien, Österreich. Wir sitzen aber europaweit, sind wir aufgestellt. Litauen, Ungarn, Dänemark, genau, und in der Schweiz haben wir jetzt einen Standort und bald auch noch in Deutschland ein Büro. Na Ja? gut, Aus ja. welchem Bundesland, rufen Sie an, wenn ich fragen darf, Herr Losmann? Aus Nordrhein-Westfalen. Ah, aus NRW, cool. Ich komme ursprünglich auch aus Deutschland, bin bloß nach Wien gezogen. Okay, also Genau. gut, okay. Ich bin halt erstmal Ihr Kundenberater für die Aktivierung, begleite Sie Step by Step, zeige Ihnen dann auch, dass das Geld auf dem Handelskonto ist. Wir starten auch danach gemeinsam dann die Handelssoftware. Da kriegen Sie auch einen Experten mit an die Seite, der das auch mit überwacht, das Ganze, weil uns liegt im Unternehmen, auch in unserem Interesse eben halt, dass der Kunde möglichst hohe Gewinne erzielt, dass die Software ordentlich eingestellt ist, weil wir kriegen 3% vom Kundengewinn ab, ne? Können Sie sich auch aufschreiben. Also das heißt, wenn Sie 1.000 Euro Gewinn machen in nächster Zeit, dann kriegen wir 30 Euro davon ab. Okay, Ne? gut. Und also Und Ihr Hauptsitz ist in Österreich. Habe ich das ganz richtig genau, verstanden? unser Hauptsitz ist in Österreich. Okay, und wenn in Österreich, wo sind Sie dann registriert als Firma? Wien. Ne, Ja, auch, genau, da haben nein. wir auch unsere Lizenzen. Ja, aber Sie sind doch dann mit Sicherheit auch irgendwo registriert als Firma, als Finanzdienstleister. Habe ich ja gerade gesagt, in Wien sind wir als Ja, Finanzdienstleister und bei registriert. wem? Ja, beim Gericht hier in Wien, oder was meinen Sie? Ja, nein, es Ich gibt meine, doch, wo es wir gibt unseren doch, Sitz haben, es gibt, Gerichtsstand, oder was meinen hallo, Sie? darf ich jetzt mal? Es gibt doch für Finanzdienstleister Aufsichtsbehörden. Genau, unsere Aufsichtsbehörde sitzt in Wien. Ja, und welche ist das? Gerichtsstand. Müsste ich selber bei uns nachgucken in unserem Hut. Wie Aber auf jeden Fall ist das in Wien. Sie wissen nicht, bei wem Sie reguliert sind? Reguliert sind wir in Wien, bei Ja, den bei wem? Behörden. Ja, welches ist denn die Behörde in Berlin? In Wien. Nicht in Berlin. Wir sind In hier beim unser Wien. Gericht.
Gerichtsstand. Was sind Sie denn so unhöflich oder Ich bin nicht so unhöflich, hektisch? ich Also möchte nur gerne, wenn Sie mich mal ausreden lassen würden und nicht dauernd dazwischen reden würden, dann wäre es vielleicht eine ganze Ecke ruhiger. Ich fragte nur, wo Sie reguliert sind als Firma in Wien. genau, habe ich Ihnen ja gesagt, dass wir in Wien Ja, registriert sind, ne? bei welcher Aufsichtsbehörde? Bei der Aufsichtsbehörde in Wien Ja, wie heißt und die für denn in Finanzen. Da müsste ich selber jetzt nachgucken bei uns in unseren. Also ich bin hier vom Aktivierungssupport, bin hier nicht der Experte, den kriegen Sie danach. Da können Sie gerne schauen, wie das dann auch mit den Steuern und alles ist. und wann Aber Sie sind eigentlich in 3% mit drin. ja, und wann kriege ich den Experten? Genau, den werde ich dann einen raussuchen, weil wir haben da auch mehrere bei uns, ne? Und genau, und da werde ich einen Finanzexperte raussuchen, wenn Sie das Handelskonto bei uns aktivieren, ne? Handelskonto aktivieren, was heißt das? Genau, dann in dem Moment Startkapital, dass wir das einrichten gemeinsam, dass wir auch gemeinsam auf das Handelskonto uns einloggen und schauen. Und ich Ihnen auch dann den Einzahlungs-Auszahlungsbereich zeige und auch, wo die Software geschaltet wird und auch, wo Sie selber handeln können. Das ist halt Also meine Aufgabe vom Aktivierungssupport. heißt das für mich, ich kriege erst dann Zugriff auf die Informationen, bei wem sie reguliert sind, wenn ich eingezahlt habe. Ich kann mich gerne einmal erkundigen bei unseren Experten. Ja, dann Wenn machen Sie Sie da das sind, doch einfach genau, mal. dann bleiben Sie einmal ganz kurz dran. Natürlich. Okay. Sind Sie noch dran? Ich habe jetzt gerade Natürlich. mal meine Teamleitung gefragt. Die Ja. hat gesagt, dass es da in Wien auch nur eine gibt und dass wir da bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde, heißt das hier in Wien. Weil ich habe vorher in Berlin gearbeitet, am Standort. Bin ja jetzt erst vor kurzem auch nach Wien gezogen. Also, und da gibt es nur eine. Und das habe ich mir eigentlich auch schon so gedacht. Das ist die Finanzmarktaufsichtsbehörde in Wien. Ja, das nennt sich dann FMA. Okay, dann Genau. werden Sie werden dann natürlich sicherlich gerne bereit Auskunft geben, wie Sie da zum Beispiel reguliert sind. Für einen Investor ist das natürlich immer sehr wichtig. Genau, das stimmt. Also da sind wir auf jeden Fall reguliert Ja, dann geben Sie bei mir der doch einfach mal Aufsichtsbehörde. die Regulierungsnummer, mit der Sie da reguliert sind. Ja, einen kleinen Moment, müsste ich jetzt auch mal meinen Teamleiter holen, weil das ist nicht meine Aufgabe eigentlich vom Aktivierungssupport. Aber Kleinen Moment. Sie werden sicherlich verstehen, dass man als Investor erstmal gerne wissen will, wo man investiert. Das kann ich nachvollziehen, ne? Ich kann ja gerne mal meinen Teamleiter fragen nach der Regulierungsnummer bei der FMA in Wien, ne? Ja, natürlich. Hallo? Hallo, hier Renzemel, Anja Schindler von der Firma Gala G. Sie haben eine Anmeldung auf unserer Handelsplattform gemacht, richtig? Das ist aber schon lange her. Rufen Sie Ja, aus einer haben Sie. Diskothek an oder was? Bitte? Rufen Sie aus einer Diskothek an? Nein, nicht aus einer Diskothek, sondern aus einer Kundenservice. Aber sehr laut bei Ihnen. Ja, genau, weil die Nachfrage ist sehr groß und alle Kollegen telefonieren gleichzeitig. Ja, aber Das halte ich für sehr die laut. Musik ist so laut. Ja, genau, weil das Gespräch anderer Kollegen stört und so entspannen wir uns. Ah ja, das ist nett, dass Sie sich bei der Arbeit entspannen. Können. Ja, genau. So, und von welcher Firma rufen Sie jetzt an? Ja, bitte. Ja, hallo, Jonas Pichler am Apparat. Ich Ja. habe Ihnen soeben vor einer halben Stunde gesprochen, oder 20 Minuten. Ja, es geht um ein Handelskonto. Sie hatten Interesse gehabt für ein Handelskonto. Da haben Sie sich interessiert über eine Werbung von Random. Das war vor 2 Wochen. So habe ich jetzt die Frage, ob Sie daran noch interessiert sind, Das eine kommt ja darauf Handelskonto an, zu welche Firma eröffnen. ist denn das? Welche Firma sind wir, meinen Sie? Oder Richtig. meinen Sie die Random? Ne, Ihre Firma. Meine Firma ist Gala Group. Aha, wie heißt die Webseite? Kann ich Ihnen gerne schicken jetzt. Sind Das Sie können Sie mir so ja bequem? sagen. Oder können Sie das nicht?
Hallo. Ja, hallo. Ja. Ja? Ja. Hören Sie mir nicht zu, oder was? Na, na, schon. Ich habe gut nur mit Ihnen vorher gesprochen. Sie wollten, dass ich Ihnen ein Mail schicke, ja? Wann haben Sie mit mir gesprochen? Jetzt gerade. Ja, da habe ich nicht gesagt, Sie sollen mir eine Mail schicken. Ich habe gesagt, rufen Sie mich nochmal an. Nein, nein. Doch. Ich weiß doch, was ich gesagt habe. Ich habe Ihnen nicht gesagt, schicken Sie mir eine E-Mail. Na, jetzt haben Sie mir gesagt, ich soll Ihnen eine Homepage schicken. Unsere Homepage. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Sie sollen mir Ihre Homepage nennen. Ah, okay. Gut. Ja, und? Wie ist sie dann? Galagroup.de? Ja. .de? Ja. Okay. Dann können wir mal gucken. Sie können gleich reinschauen, ja? Ja. Können wir machen. So. Hallo? So, sind Sie ja noch dran? Ja, natürlich bin ich noch dran. Ja. Gehen Sie auf Homepage gala-gruppe.com. Wie, Augenblick, Sie haben gesagt DE. Sie haben gesagt galagroup.de. Nein, gala-group.com. Ne, Sie haben gerade gesagt galagroup.de. Also wie ist jetzt Ihre Homepage? Ihre Firmenwebseite? Sage ich Ihnen gerade. Ja, galagroup.de. Haben Sie? Nein. .com. Aha, ich habe gerade gefragt, .de, und Sie haben gesagt, ja. Verstehen Sie nicht so gut Deutsch? Sie möchten mit mir jetzt sprechen oder möchten Sie mit mir streiten? Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was Sie jetzt verlangen. Ja, Sie möchten sagten Sie, doch... Möchten Sie, weitermachen oder... Ja, dann geben Sie mir doch erstmal Informationen. Sage ich Ihnen gerade. Sie haben gesagt, Sie sind vor PC, Sie können gleich reinschauen. Ja gut, aber dann erzählen Sie mir doch erstmal, was ich auch vielleicht. Ja, deshalb warte ich auch online mit Ihnen. Vielleicht ja, reden Sie mir nicht, fallen Sie ich mir nicht dauernd ins Wort, das wäre nett. Okay, bitte. Gut. Also, dann möchte ich gerne mehr Informationen über Ihre Firma haben. Gut, was möchten Sie wissen? Wie alt ist Ihre Firma denn? 21, ein Jahr, eineinhalb Jahre. Ah ja, okay. Gut. Das ist die galagroup.com, ja? Ja. Okay, gut. Und wo sitzt Ihre Firma? Sind Sie in Österreich. Einen Moment, ich gebe Ihnen gleich zu einem Betreuer, der kann Ihnen ganz genau alles auch weitererzählen. Womit handelt diese Firma, beziehungsweise mit welchen Firmen sie zusammenhängen und seit wann die Gründung dieser Firma ist. Ja, das möchten Sie wissen? Dann Zum gebe Beispiel. Ich Ihnen gleich weiter. Ja, okay. Dann ruft Ihnen gleich in 5 Minuten eine Kollege von uns. Weiß ich noch nicht, wer das sein wird. Ja gut, ich muss ja ein bisschen mit was arbeiten. Also wenn ich dauernd angerufen werde... Sie können dann ganz genau die genauen Informationen. Sie möchten genau wissen, jetzt, ja, warum haben Sie, Firma... Und warum haben Sie mich denn jetzt angerufen, wenn Sie mir keine Informationen geben können? Natürlich kann ich Ihnen geben, aber... Ja, offensichtlich nicht. Detailliert. Ja, als Investor möchte ich gerne detaillierte Informationen haben. Ist ich das weiß nicht falsch? Ganz genau. Ich kann Ihnen jetzt nicht auf Datum genau die Sachen jetzt benennen. Ja, deshalb habe ich gesagt, wenn Sie möchten... Können Sie von einem unserer Betreuer, der schon länger dabei ist, der kann Ihnen ganz genau erklären. Gut, okay. Aber so allgemeine Sachen wissen Sie schon. Andere, ja. Okay. Gewisse Sachen schon. Ja, und wo aber ist... Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich lasse Ihnen besser mit einem okay. Person, ja. Der... Ja, schon klar. Aussieht, ja, schon klar. Sie haben keine Zeit dafür, kein Problem. Dann habe ich auch keine Zeit mehr. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo?
250. Hallo? Haben Sie Hallo? Ja, wunderschönen guten Tag, Johanna Wolfgang ist am Apparat, grüße Sie. Sie haben bei Bitindex AI eine Anmeldung durchgeführt für das Onlinehandel am Finanzbörse, korrekt? Wann war das? Jetzt haben Sie die Anmeldung durchgeführt. Vor 3 Minuten bei der Bitcoin Rush. Ah ja, okay, das war, daher frage ich die nach, weil Sie hatten erst was anderes gesagt. Oh, okay. Nun, und die Plattform heißt Bitcoin Rush und die Unternehmen heißt die Investing City. Wie heißt die? Investing City ist die Unternehmen. Die Plattform, wo Sie die Anmeldung geführt haben, heißt Bitcoin Rush. Ja gut, und Bitcoin Rush ist dann auch die Webseite, oder wie ist das? Das ist die Plattform, wo alle unsere Kunden die Anmeldung durchführen für Handel. Und das Unternehmen ist die Investing City, wo Sie schon mal mit der Hilfe von dem Bitcoin Rush ein Konto für das Handelskonto vorbereiten können. Okay, und wenn ich auf das Handelskonto drauf will, dann muss ich zu Bitcoin Rush oder muss ich dann zu dem anderen? Zu der Investing City, weil ich aktiviere Ihr Konto. Okay, dann sagen Sie mir das mal. Wie ist das dann? Investingcity.com. Investing City, ein Wort? Ja, ich buchstabiere es, wenn Sie möchten. Ja, gerne. I wie Ida, N wie Nordpol. Ja. Dann kommt das V. Ja. E wie Emil, S wie Siegfried. Ja. T wie Thomas. I wie Ida, N wie Nordpol. G wie Gustav. Und dann kommt Cäsar, Ida, Thomas, Ida.com. Also okay. City. Okay, so, okay. So, das ist also Ihre Plattform. Okay, gut. Dann können Sie mir sicherlich mal was erzählen über Ihre Firma, ja? Natürlich. Zuerst aber, ich würde Sie auch gerne die Konto von Ihnen zeigen, wenn Sie jetzt schon mal auf das Konto drauf sind. Ja, bin ich ja noch nicht. Ich möchte ja erstmal wissen, ich brauche ja noch nicht aufs Konto drauf, wenn noch nicht klar ist, dass ich überhaupt bei Ihnen investieren möchte. Ach so, okay, alles klar. Also ich erkläre es kurz. Also unsere Unternehmen existiert am Finanzbörse seit 15 Jahren. Wir arbeiten mit einer Software. Das bedeutet, unsere Aufgabe ist, mit dem Kunden zu arbeiten, die an der Börse noch keine Erfahrungen haben. Deswegen bieten wir Ihnen eine Plattform, ein Software, was automatisch für Sie das Handel übernehmen wird. Das bedeutet aber nicht, dass wir Kunden alleine nur mit dem Software lassen, sondern sie bekommen von uns auch ihre persönliche Finanzexperte, der ihnen schon mal weiter unterstützen wird, dass sie an der Börse weiter handeln können mit der Hilfe von den einen Experten. Ja? Warum sie das Expert brauchen? Also viele Kunden haben in diesem Bereich, wie schon gesagt, keine Erfahrungen und haben viele Fragen, beispielsweise, wann ist das beste Zeit für die Auszahlungen von den Profiten, wann darf oder wann ist es auch beste Zeit für die weitere Einzahlung, ja? Deswegen, der Expert bietet Ihnen verschiedene Handelsstrategien, um Sie schon mal die Möglichkeit haben, Ihre Profite zu vermehren. Ja? Natürlich, wir versprechen Sie nicht mit der Summe von 250 Euro, dass wir hier zaubern werden und Sie werden sofort in einem Monat 4.000, 5.000 Euro profitieren. Ja? Das ist eine kleine symbolische Summe, womit Sie einfach nur noch die Möglichkeit haben, erstmal ein Bild über das Handeln zu erhalten. Ja? Das ist eine Testzeit, eine Probezeit, was Sie sich gern anwenden können. Ja? Nach der Probezeit können Sie die Entscheidung treffen, ob Sie mit uns in Zukunft weiterarbeiten werden und ob Sie sich davon aussteigen und Ihr Geld auch zurück auszahlen werden. Ja? Wie schon gesagt, erstmal testen Sie das Ganze, schauen Sie, wie das funktioniert für Sie, wie zufrieden Sie damit bleiben und je nachdem können Sie die Entscheidung treffen. In den ersten Monaten können Sie keine Kündigung machen, was uns als Gebühren angeht. Wenn Sie von Ihrem Handelskonto Ihren Profite auszahlen werden, bekommen wir davon 3% als Improvision. Also zahlen Sie beispielsweise mal 1.000 Euro aus, bekomme ich davon 30 Euro, zahlen Sie 100 Euro aus, bekomme ich davon dann die 3 Euro. Augenblick, weil das heißt, Sie sagten, in den ersten Monaten könnte man nicht kündigen. Also ist das ein Abo oder was? Nein, das sind keine Abo, ich meine wegen der Auszahlung. Also den ersten Monat können Sie die Auszahlung nicht tätigen, aber nach einem Monat können Sie die Auszahlung tätigen. Ach so, okay. Gut, okay. Genau. Das ist klar. Und wie auf welche Art und Weise kann ich einzahlen?
Mit dem PayPal-Konto oder mit dem Online-Banking? Okay, Kreditkarte geht nicht. Lieber ist es immer ein PayPal-Konto oder Online-Banking. PayPal habe ich nicht und Online-Banking habe ich auch nicht. Ich muss zur Bank, um zu überweisen. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir mit der Kreditkarte einzahlen. Ja, gut, das ist schön. Dann also brauchen eine Visa oder eine Mastercard? Nee, ich habe eine American Express. American Express geht leider nicht. Sie brauchen Visa oder Mastercard. Warum geht American Express nicht? Ich kann überall mit American Express einzahlen oder zahlen. Ja, aber das ist EU-Länder, deswegen nutzen wir eigentlich immer Visa oder Mastercard, was in Deutschland. Wir brauchen lokale Karten. Mit meiner Karte kann ich weltweit zahlen. Ja, aber am Finanzbörse brauchen wir in Deutschland eine lokale deutsche Karte. Wieso? Visa und Master ist doch auch nicht zwangsläufig deutsch. Aber von der Deutschen Bank, von der Volksbank, von der Sparkasse. Ja, das ist ja meine American Express auch. Okay, bei der welche Bank ist das? Das ist bei der Sparkasse. Okay, dann eine Sekunde bitte, überprüfe ich das nochmal für Sie. Sekunde bitte. Sekunde bitte. Weil ich bin mir nicht sicher, ob es mit dem American Express funktioniert. Aber überprüfe ich das bitte. Und Sie gehören, aber sind Sie ein Bürger von den Deutschland? Natürlich. Staatsangehörigkeit haben Sie. Ach so, okay, Sekunde bitte. Weil wir dürfen nicht eine Karte nehmen oder jemand, der uns registriert hat und kommt aus einem anderen Land, der muss eine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Wieso? Fall Sie haben doch gesagt, Sie sind EU-weit tätig. Warum muss es dann Deutschland sein? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Weil American Express ist eine andere, sage ich mal, Level für das Karte, ja? Deswegen dürfen wir es nicht aus der Regulation was ist das? Das ist ein anderes Level, würde ich nennen, ja? Also es ist nach der Regulation am Finanzbörse, es ist nicht möglich, dass Sie ein American Express nutzen, der nicht an Deutschland sag mal, gehört, ja? Nee, das ist ja Quatsch. Ich kann weltweit mit American Express zahlen. Weltweit. Aber am Finanzbörse ist es anders. Deswegen habe ich Sie gefragt. Sind Sie in deutscher Angehörigkeit? Ja, aber ich nutze American Express und das weltweit. Okay, das können Sie auch bei uns nutzen. Kein Problem. Also kann ich mit American Express bei Ihnen auch einzahlen? Ja, richtig. Haben Sie verstanden. Okay, gut. Okay, das ist ja schon mal sehr schön. Gut, und Okay. Und wie jetzt bestimmt? Bitte? Und wie können Sie es einzahlen jetzt? Ja, naja, ich kann es ja mit American Express machen, aber ich habe da noch mal ein paar andere Fragen. Bitte schön. Ja, wo ist denn der Sitz Ihrer Firma? An Frankfurt am Main. Auf unserer Webseite steht eigentlich alles. Ja, aber warum rufen Sie dann aus Belgien an? Weil wir nutzen einen Satellitanruf. Ich habe schon einmal erwähnt, dass wir für die EU-Länder arbeiten, ja? Deswegen ja, aber Sie sitzen in Deutschland, sagten Sie. Und Sie rufen mit einer belgischen... Ja, Sie sitzen in Deutschland also. Und Sie rufen mit einer belgischen Telefonnummer an. Warum mit einer belgischen Telefonnummer? Weil, wie schon gesagt, wir nutzen einen Satellitanruf. Wir dürfen nicht nur ein Netz oder nur eine Nummer für das Finanzbörse nutzen. Weil wieso dürfen Sie das nicht? In Deutschland ist es sogar Pflicht, dass man mit der Nummer anruft, in deren Land man sitzt. Bei Ihnen also Deutschland. Schauen Sie. Ja, ja. Aber schauen Sie, wir arbeiten, wie schon gesagt, für EU-Länder. Das bedeutet, wir haben alle Satellitanrufe und alle Nummer, die in den EU-Länder gehört. Ja? Weil wir bekommen nicht nur von den Deutschland, sondern auch von den Belgien, von den Österreich, von den Schweiz. Genau deswegen können wir das Nummern von den verschiedenen Ländern nutzen. Das ist sogar eine Pflicht. Okay, gut. Okay, also wo sitzen Sie denn in Frankfurt?
in Frankfurt. Unser Herr sitzt hier bei der Hausalle. Wie? 112. Bei der Hausalle 112. Haus oder? Nein, Havi Heinrich, Evi Emil, Uwe Ulrich, zweimal S. Langsam, nicht so schnell kann doch keiner schreiben. Also buchstabieren Sie mal langsamer, bitte. Das steht alles auf unserer Webseite. Ja, aber ich bin jetzt auf. Ich habe Sie ja jetzt am Telefon. Dann können Sie mir das Ihre Adresse doch einfach sagen. Ja, das ist Havi Heinrich. Ja. Evi Emil. Ja. Uwe Ulrich. Ja. Dreimal S wie Siegfried. Ja. A wie Anton. Ja. L wie Ludwig. Ja. Nochmal L wie Ludwig. Ja. Dann kommt zweimal E wie Emil. Ja. 112. Ja. Genau. Okay, und das ist in die Postleitzahl von Frankfurt. Theodor Hausallee 60. Was? Theodor Hausallee oder Hausallee? Da müssen Sie sich schon entscheiden. Theodor Hausallee. Heus heißt das. Okay, dann gucken wir da. Also Theodor. Genau. Hausallee. Theodor Heus, minus Heus oder Theodor minus Heus? Genau. Nein, Theodor Heus minus alle 112. Gut, und die Postleitzahl? 60, 486, Frankfurter Main. 486, okay. Gut, dann schauen wir mal. Da sind Sie also ein deutsches Unternehmen. Genau. Ja, gut, okay. Wir sind ein internationales Unternehmen. Eine unserer Filialen ist auch in Deutschland, in Frankfurt. Wir haben Filialen auch in Belgien, auch in der Schweiz und auch in der Österreich. Also ja. Wir arbeiten nicht nur für Deutschland, wir arbeiten für alle europäischen Länder. Mhm, okay, das ist ja schon mal schön. Gut, dann, ja, und was ist, ja gut, okay, das ist soweit klar. Okay, super. Wenn Sie weiteren ja, Fragen ich, haben. Ja, ich hab noch mal eine Frage. Sie sagten ja, Ihre Firma ist wie alt schon? 15 Jahre, okay, gut. Und wenn Sie in Deutschland sind, dann sind Sie ja mit Sicherheit irgendwo auch reguliert. Genau. Das und alles finden Sie auf unserer Webseite. Schauen Sie ja, ich habe Sie doch jetzt gerade am Telefon. Dann können ich habe aber das auch also noch sehr, sehr, sehr viele Kunden. Ich habe gesagt, wir finden alle Informationen zu den Benutzungen auf unserer Webseite. Also wollen Sie E-Mail. Darf ich mal? Also. Sie wollen mich also nicht ausreden lassen. Ich möchte gerne wissen, wo Sie reguliert sind. Hallo? Hallo? Ja, schon eine kurze Frage. Ich heiße Johanna. Ich sollte mich eine halbe Stunde bei Ihnen melden. Passt das jetzt? Ja, passt. Okay, sehr schön. Also, Sie haben heute bei der Bitcoin Rush eine Anmeldung durchgeführt für das Onlinehandel am Finanzbörse, richtig? Das kann sein, ja. Genau. Ich bin Ihre Kontoberaterin. Ich werde Sie dabei helfen, Ihr Handelskonto erfolgreich zu aktivieren. Bis dahin aber, Herr Wagenknecht, haben Sie vielleicht mal Fragen, wie es funktioniert, oder haben Sie vielleicht noch alles verstanden? Nee, viel konnte man da ja nicht sehen. Und die Plattform Bitcoin Rush habe ich so gar nicht gefunden. Okay, ich erkläre Sie. Also Bitcoin Rush ist eine Anmeldungsseite für das Handeln, wo alle unsere potenziellen Kunden sich registrieren. Ja? Unsere Unternehmen, wo sie ein Konto eröffnen können für das Handelkonto, heißt Investing City. Sie haben die Möglichkeit, mit einer automatisierten Software am Finanzbörse zu handeln mit der Summe von 250 Euro. Das Programm wird für Sie das Handeln übernehmen und dazu werden Sie noch Ihre persönliche Finanzexpert haben. Das heißt, genau das Programm und das Expert werden für Sie das Handeln übernehmen. Ja? Was ist wichtig? Bei uns benötigen Sie keine Erfahrungen und alles läuft für Sie mit Hilfe von uns. Ja, gut, okay. Haben Sie es soweit verstanden? Okay, sehr schön. Was ist wichtig für uns? Ja? Also Sie verstehen ja bestimmt, das ist nicht zum Schluss. Ja? Es ist gut, dass Sie die 250 Euro investieren, aber wenn Sie
bei uns ihre Profite erwirtschaften werden und danach die Profite auszahlen werden. Ja? Davon werden wir 3% als Provision erhalten. Beispielsweise zahlen Sie mal 1.000 Euro aus, bekommen wir davon 30 Euro. Zahlen Sie mal 100 Euro aus, bekommen wir dann die 3 Euro. Von Ihrem eigenen Staatskapital von 250 Euro haben wir keine Provision. Nur von den Profiten, die Sie mit uns erwirtschaften werden und danach es in Zukunft auszahlen werden. Mhm. Okay. Sehr schön. Gut, das ist eigentlich schon alles. Wie schon gesagt, das Konto können Sie erstmal eröffnen. Schauen Sie, wie es funktioniert, damit wir dann auch ein Bild haben, was das ist, wie es funktioniert, zufrieden Sie mit den Profiten bleiben werden. Ja? Natürlich sollten Sie auch mal eine klare Meinung haben, dass wir mit der Summe von 250 Euro nicht das Geld zaubern können. Ja? Erstmal natürlich werden Sie kleine Profite erwirtschaften und je nachdem können Sie noch schon mal die Entscheidungen treffen, ob Sie die Summe erweitern werden oder doch dann Ihre Profite alles auszahlen werden. Ja? Liegt nach Ihnen, das müssen Sie erstmal alles mal schauen und danach können Sie auch die weiteren Entscheidungen für die Zukunft nehmen. Okay, gut. Okay. Gut, Ihre Frage bitte? Ich frage mich gerade, wo ist denn Ihr rechtlicher Sitz? Von wo aus rufen Sie an? Sind Sie in Deutschland? Wir sind in Deutschland, aber wir arbeiten für alle EU-Länder. Das bedeutet, okay. Wir arbeiten noch für die Schweiz, für die Österreich, für die Belgien und so weiter. Ja gut, und wo sitzen Sie dann in Deutschland? Wir sitzen in Frankfurt am Main. Okay, gut, weil... Bei der Theodor-Heuss-Alle-Straße 112. Ah ja, okay. Okay, gut, okay. Das ist soweit klar. Wie heißt Ihre Webseite, Ihr Portal nochmal? Investing City heißt unser Unternehmen. Mhm. Okay. Und ich kann Sie auch Ihre Zugangsdaten senden, womit Sie schon mal auf Ihr Konto einloggen können. Na, erstmal hätte ich gerne ein paar Informationen. Erstmal hätte ich gerne Informationen. Auf unserer Webseite. Das ist ja das ist sehr wichtig, ja. Wie schon gesagt, erstmal können Sie das Ganze anschauen, mal testen. In den ersten Monat können Sie natürlich nicht die Kundigung tätigen. Nach dem ersten Monat können Sie sich jetzt kundigen, ja. Sie abonnieren hier kein Abo. Ich meine nur, damit Sie es halt, wenn Sie es beenden möchten, beispielsweise, ja, nach der Eröffnung von dem Konto, in den ersten Monat machen wir keine Kündigung. Nach dem ersten Monat können Sie sich jederzeit es beenden, sozusagen. Ja, ganz schön. Ah, ich sehe gerade, Sie sitzen ja im gleichen Haus wie American Express. Das passt sich ja gut. Genau, also wir haben auch mit dem American Express, auch mit dem PayPal, auch mit dem Online-Banking. Also wir bieten Sie alle Möglichkeiten, die Sie nutzen können, sozusagen. Für ja, das ist ja schon mal schön, weil dann kann ich ja mit American Express einzahlen bei Ihnen. Sehr schön. Natürlich müssen Sie aber die Staatsangehörigkeit von Deutschland haben. Natürlich, das ist ja kein Problem. So, okay, genauso deutsch wie Sie als Firma in Deutschland sind, ist klar, kein Problem. Gut, und Sie sagen, Sie sitzen in Deutschland, aber wo Sie sind, dann sind Sie also auch in Deutschland registriert und reguliert als Investmentfirma, richtig? Natürlich. Okay, und wo sind Sie dann reguliert? Also wir sind, Sie können es mal schauen, bei der wir haben verschiedene Regulationen, ja? Also ja, allgemein haben wir nicht eine konkrete, sondern mehrere. Ja, dann nennen Sie mir doch mal eine. Hallo? Ja, hören hallo? Sie mich? Ja, nennen Sie mir doch mal eine. Sie sitzen ja in Deutschland, dann sind Sie auch bei der BaFin registriert, richtig? Hallo? Ich höre Sie leider nicht. Hören Sie mich? Ich höre Sie gut, ja. Na, schon klar. Okay. Jetzt tun Sie so, als würden Sie mich nicht hören. Okay, gut, okay. Hören Sie? Hallo? Ich höre Sie gut, ja. Ich höre Sie sehr gut. Also. Okay, super. Super, sehr schön. Gut. Also, schauen Sie. Wir sind bei der Waren... Hallo? Dann bringen Sie erstmal Ihre Telefonleitung in Ordnung und dann können wir weiter telefonieren. Ich verstehe Sie gar nicht. Hallo? Hallo?
Hören Sie mich? Jetzt höre ich Sie. Was war los? Okay. Ich habe Sie nicht mehr gehört. Also, ja. Ihre Frage war, wo sind wir reguliert? Ja, wir sind bei den BaFin reguliert. Können Sie auch mal gerne. Ich höre Sie schon wieder nicht. Jetzt hören Sie mich? Jetzt höre ich Sie gerade, ja, gut. Oh, okay, sehr schön. Tut mir leid, wir kennen eine schlechte Leitung. Also für Deutschland kenne ich so schlechte Leitung nicht. Aber ich sehe gerade an der Telefonnummer, Sie rufen ja gar nicht aus Deutschland an. Wir haben verschiedene Satellitenanrufe, ja. Dementsprechend, ich kann nicht nur von einer Leitung anrufen, sondern von mehreren Leitungen. Ja, aber Sie müssen doch, als deutsches Unternehmen, müssen Sie doch von einer deutschen Telefonnummer aus anrufen. Das würde ich nicht so sagen, weil wir haben... Ja, ich weiß, wer das so Leitungen. Sagt. Das Gesetz sagt es so, das deutsche Gesetz. Aber das kennen Sie ja als deutsche Firma sicher nicht. Okay, dann... Natürlich kennen wir, aber wir sind doch eine internationale Firma. Ja, aber trotzdem gilt es für Anrufe in Deutschland, gilt, dass Sie auch von einer deutschen Firma in Deutschland anrufen müssen, wenn Sie eine deutsche Firma sind. Okay, was für ein Problem haben Sie? Ich habe gar kein Problem, aber okay, Sie sagen... Okay, dann erkläre ich, dass wir ein internationales Unternehmen sind, dementsprechend müssen wir Satelliten anrufen, ja? Das ist sehr logisch für alle Unternehmen, die am Finanzbörse reguliert und registriert sind, ja? Ich habe dir erklärt, wir nutzen Satellitanrufe, wir arbeiten für EU-Länder, dementsprechend dürfen wir haben das Recht und auch nach dem Gesetz stimmt das auch, dass wir verschiedene Satellitnummern nutzen dürfen. Gut, so. Dann, okay. Dann nehmen wir das einfach mal so hin. Und Sie sagten ja auch, Sie sind bei der BaFin reguliert. Dann geben Sie mir bitte mal Ihre BaFin-ID. Ja, und schon ist sie raus. Komisch. Einmal BaFin gesagt. Immer, schon, ne? Immer dasselbe.